Das Hochwasser 2013. An Donau, Elbe und den vielen Nebenflüssen haben die Pegelstände teilweise historische Höchstmarken überschritten. Hilfe ist seitdem bitter nötig. Aktion Deutschland hilft ist mit seinen Bündnispartnern in den Katastrophengebieten aktiv. So versorgen die Johanniter in Dessau die Fluthelfer und Einsatzkräfte mit Essen und Getränken. Engagierte Mitarbeiter kochen täglich über 1000 Portionen. Alle packen mit an, um den Betroffenen zu helfen. Wir sind hier im Einsatz seit dem 3.6., haben angefangen mit 17 Leuten und 350 Portionen Verpflegung, viermal am Tag, was sich im Laufe der Zeit bis auf 1700 Portionen erweitert hat. Deswegen brauchten wir Hilfe. In Dresden unterstützt Arche Nova die Opfer des Elbhochwassers. Hier beginnen bereits die kräfteraubenden Aufräumarbeiten. Deswegen sammeln und besorgen die Mitarbeiter dringend benötigte Werkzeuge, Maschinen, Farbe und Reinigungssets, um sie an die von der Flut gebeutelte Bevölkerung zu verteilen. Der Arbeiter-Samariter-Bund kämpft in Pirna mit den Folgen der Flut. Im Heim für betreutes Wohnen stand das Wasser mannshoch in der unteren Etage. Persönliche Gegenstände sind für alle Zeit verloren. Mit vereinten Kräften wird seit Tagen alles aufgeräumt, sodass die Bewohner schnell wieder einziehen können. Wir waren überrascht über die vielen fleißigen Helfer, die sich angeboten haben, hier uns zu unterstützen und die Wohnung zu beräumen. Die Helfer kommen aus Sachsen, aus Thüringen und sind mit der Region verbunden, indem sie beispielsweise Urlaub hier verbracht haben in der Sächsischen Schweiz und sind einfach hergekommen, hergefahren und haben sich angeboten, uns zu unterstützen. Ihre Spenden machen die Hilfe von Aktion Deutschland hilft möglich. Dafür danken wir Ihnen sehr. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.